Kapituliere niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulation zur Bühne zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es ist über das Grund und Schwer, dass ich mir den auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Machen Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Jeder in der Umgebung des Hundes weiß, dass es ein Hirngespinst ist. Fantasie. Kolos. Helge! Das war ein Befehl! Der Angriff steigert, war ein Befehl! Wer sind Sie? Doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Aber alle diese Erinnerungen bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen!